Niffler, 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 bring uns etwas Schönes bei. Heute kommt keine Unterrichtsstunde, sondern mal wieder eine neue Folge Hogwarts Legacy Schmackershi. Leute, was war das gestern bitte für eine Folge oder kam die gestern? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kommt heute eine neue Folge und ich würde sagen, wir schauen mal kurz auf unsere Aufgabenliste. Wie komme ich da hin mit J? Wir müssen uns wieder auf den Weg machen. Professor Fig ist in der Kartenkammer. Ich sollte mit ihm darüber sprechen, was in letzter Zeit passiert ist. Das können wir machen. Benötigte Stufe 18, die haben wir so knapp. Aber was auch noch ganz gut wäre, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die mit Professor Fig. Aber Descendo sollten wir vielleicht auch lernen. Professor Unais Aufgabe, zu ihrem Klassenzimmer, um Descendo zu lernen. Wahrsagenunterricht, das hatten wir auch noch nicht. Ich würde sagen, das machen wir doch heute. Mal schön. Aber wir gehen auch nochmal in die Map, die Karte. Und wir gehen nach Schmogwarts. Und teleportieren uns hier in den Wahrsagenraum. So, da sind wir. Wir laufen nochmal die letzten 5-6 Meter. Hier hin. Und dann kommt auch schon die Leiter runter. Und ab nach oben, über die Lüfte. Möglicherweise ließ ich nicht voraussehen, dass ich Wahrsagenunterricht ätzend finde. Hi, wer bist du denn? Adelaide? Hallo nochmal, Adelaide. Hast du etwas von deinem Onkel gehört? Immer noch nichts, fürchte ich. Ich wäre dankbar für jede Hilfe. Wie gesagt, wollte er sein Lager nördlich von hier aufschlagen. So, da ist der Unterricht wohl gegen Ende. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Revelio, du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Ja, hab ich. Was sind denn... Ey, was redet ihr denn hier alle und kichert so rum? Hallo, Professor Unai. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Unai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Natürlich. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Mhm. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich sehe mich mit Nutty im Bett. Ich meine, ich sehe Macht. Ich sehe gute Dinge. Immerhin liegt mir die Zukunft zu Füßen. Und ich werde sie mir zu eigen machen. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann von jenen mit einem sehr starken Willen gestaltet werden. Den scheinen sie zu haben. Oh ja. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Vielen Dank. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. So wie er auch Großes gemacht hat. Richten Sie Ihre Magie auf das Ziel. Das war so eine kleine Anspielung an Ollivander. So, Descendo. Sie haben den Dreh raus.
Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Ja, das werde ich, Professor. Wo haben wir denn jetzt unseren Descendo? Descendo. Den tue ich mal hierhin. Descendo! Leviosa! Descendo! Dann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten. Und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Ja. Das würden wir eventuell machen. So. Hallo, ich würde gerne mal hier über die Leiter gehen. So, haben wir das auf jeden Fall abgeschlossen. Da würde ich sagen, wollen wir heute wieder ein bisschen die Hauptstory machen? Oder wollen wir nochmal gucken, was wir noch hier so haben? Weil Professor Sharp ist auch, ne? Professor Sharp möchte, dass ich Donnergebräu gegen einige Gegner erprobe. Außerdem sollte ich auch noch einen Unsichtbarkeitstrank testen. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei Jupe Pippins Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber eine Karte könnte doch nützlich sein. Und die Findung könnte auch nützlich sein. Dann würde ich sagen, machen wir das. Professor Sharps Aufgabe. Wenn danach noch ein bisschen frei ist, dann schauen wir, was wir noch machen können. Außerdem haben wir noch 3 verfügbare Talentpunkte. Ich würde sagen, einen hauen wir auf jeden Fall in Schleichen rein. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dunkle Künste auch sehr. Muss ich erst Flippendo können. Aber was haben wir hier? Ein Flucheffekt haftet länger auf einen Gegner. Ja. Und einen haben wir noch frei. Den hauen wir dann, glaube ich, in Zaubersprüche rein. Konfrigo-Treffer erschaffen kleine feurige Schüsse, um die gegnerische Ziele analysieren. Deposo löst eine zusätzlich starke Explosion aus in der unmittelbaren Umgebung. Ja. So, haben wir es nochmal geupgradet. Dann Herausforderungen. Sind wir jetzt bei 17%. So, Leute, was machen wir jetzt für eine Aufgabe? Ich hätte gesagt, wir gehen nun zu Professor Fake. Wieder auf den Weg. Ja, dann machen wir uns doch mal dahin auf den Weg. Karte. Ein Hauself, hallo. So, Leute, wir gehen jetzt zur Kartenkammer. Oh, was haben wir denn hier? Revelium. Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umrunden. Gerade scheint wohl... Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ja, scheint wohl gerade Halloween zu sein. Was haben wir hier? Da habe ich ja was angerichtet. Ja, mit dir werden wir auch immer noch sprechen müssen. Aber hier jetzt erstmal Incendio. Und Akio. So, dann geht's mal weiter runter. So, da nähern wir uns ja schon der Kartenkammer. Jetzt müssen wir nur noch hier nach unten. Und dann sind wir gleich da. Hallo Professor, ich bin da. Yo. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Was soll das denn heißen? Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden. Dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Lodgok, ja. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will.
Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Aha. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Aber Sie haben schlechte Neuigkeiten. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Renrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Ja. Das werden wir, Sir. Das werden wir. Dann gehen wir mal über die Karte. Schauen wir mal, Weltkarte, ob wir da nicht hin können. Flugpulverisieren. Ja, Leute, allerdings haben wir das noch nicht freigeschalten. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal kurz in die große Halle, checken, was da abgeht und besprechen dann, was wir jetzt noch für eine etwas größere Aufgabe machen. Jetzt haben wir kurz bei Professor Fig und haben kurz noch was sagen gemacht. Jetzt brauchen wir dann noch eine etwas größere Aufgabe. Was haben wir denn so viel übrig? Aha, Ballons, Quidditch zum Platzen. Das ist eher was wir so im Stream machen. Hier, jetzt haben wir aber die Aufgabe freigeschalten. Genau darauf habe ich gewartet. Wir mussten kurz rausgehen. Über Schloss Rookwood. So, wo müssen wir denn hin? Weltkarte. Haben wir das denn schon freigeschalten? Muss er dahin apparieren? Nee, aber wir können nach Feldcroft. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervig deine Stimme ist. No front an die Synchronsprecherin. Ja, Leute. Ich dachte kurz, wir haben die Aufgabe noch nicht, aber wir mussten nur kurz das Schloss verlassen. Gut, dann wären wir jetzt wohl hier. Tja, wenn du nicht so vergesslich wärst, hätten wir wahrscheinlich noch... Hier drüben! Ja, ich bin doch hier. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Ja, dann gehen wir da mal, ja? Schleichen wir uns mal hin. Renrock will, dass wir das Kind finden, aber welches Kind? Wir können einfach jedes Kind zu Renrock bringen. Irgendwann ist das Richtige dabei. Ach, klingt nach viel Arbeit. Vielleicht sagen wir einfach, wir haben gesucht. Falls er fragt. Klingt einfacher. Machen wir das. Incendio! Protego! Holy shit, Alter, die haben ja echt diese. Eieieiei. Warten wir mal kurz hier. Hol mal kurz hier diesen Checkpoint hier ab. Ach, und das war's.
Achso. Ja, ich wollte nur kurz hier noch den Checkpoint abholen, dass wir uns, falls wir sterben sollten, wieder hierher apparieren können. Aber ist wohl nicht nötig. Revelio. Das ist also Schloss Rookwood. Interessant, interessant. Ja, Leute, ich denke, wir werden mal bald, also mal wirklich einen Stream machen. Wird ja mal langsam Zeit. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Aber ich halte dich auf. Pfeift unbekümmert. Holy shit. So, und wer hält es wen nicht auf? Da kommen wir rein. Ja, das heißt, wir müssen hier wieder Akio machen. Wingardium Leviosa. Und dann. Aber hier. Let's go. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Boah, geil, das ist ein Grundsprecher, das ist eine geile Stimme. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Oh je, da geht's schon wieder los. Oh shit. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Oh. Expulso! Protego! Stupo! Confringo! Levioso! Stupo! Expelliarmo! Ja, ich mag gerade eher keine Schmerzen. Dankeschön. Holy shit. Ist ein bisschen stärker als gedacht. So, die haben wir. Aber wir kommen die ganze Zeit von der Seite auf die Schnauze. Ich muss unbedingt wieder Tränke machen, wenn ich im Schloss bin. War das alles? Ich glaube, das war alles. Revelio. Dankeschön, Professor, dass Sie mir geholfen haben. Sie sind besser als Sebastian, der hilft nämlich nie mit. Was haben wir denn hier drin? Ja.
Das hat alles keinen wirklichen Zweck, was wir hier gerade einsammeln. Außer die Münzen. Grausamkeit 3. Was haben wir hier drin? Auch das bringt mir nicht viel. Wir sind wieder bald nach Hogsmeade. Mal Sachen verkaufen. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Da oben. Auch nichts, okay. Revelio. Ah, da haben wir noch was. Gut, 14 Galeonen. Schauen wir mal hier hinein. Gift 3. Was genau das eigentlich alles bringt, weiß ich nicht. So. Dann mal auf ins Schloss. Bin gespannt, was wir da jetzt sehen werden. Professor? Was zum, wieso ist er jetzt weg? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Puff. Okay. Wir müssen noch 20 Meter nach unten. Da kommen wir nicht nach unten, okay? Was haben wir hier? Ins Handy. Aha, okay. Gut. Na dann rein da. Holy. Also darf ich umgehen hier übernachten? Koboldspuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Okay. Revelio. Vorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Das Porträt. Hier irgendwas, aber da ist auf jeden Fall eine Münze, super. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Ah, da ist er, ja. Gott. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Oh je. Ich habe mehr Informationen. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Ach man, verbinde dich mit der alten Magie. So. Okay. Ich würde mich Ihnen anschließen. Ich
könnte. Ich erwarte sie in der Kartenkammer. Okay. Ja, Leute, aber die zweite Prüfung werden wir in der nächsten Folge machen. Ich weiß, es ist eine etwas kürzere Folge. Ich werde jetzt direkt weiter aufnehmen. Dann sehen wir uns dann morgen wieder, glaube ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.